Wir Professoren müssen natürlich auch immer auf dem neuesten Stand der Technik bleiben. Und gerade das Thema Nachbergbau ist für mich als gebürtigen Datteler, der hier an der Ruhr aufgewachsen ist und der auch den Niedergang des Bergbaus seit den 50er Jahren praktisch täglich miterlebt, da ist das ein sehr interessantes Forschungsgebiet, um da eben Erkenntnisse rauszuergewinnen, die ich dann vielleicht auch in den USA weitergeben kann und wo ich meinen Studierenden erzählen kann, wie nachhaltiger Bergbau aussieht. Ja, die größten Unterschiede liegen darin, dass also in den USA ein Nachbergbau in dem Sinne, wie er in Deutschland durchgeführt wird und begleitet wird, nicht stattfindet. Bergwerke, die vor 1977 genehmigt worden sind, haben generell keine Rekultivierungsverpflichtung, wobei da eben der Bergbautreibende oftmals durch Bankrott oder durch Firmenauflösung gar nicht mehr existiert, ja, wo kein Geld mehr da ist und die also dann einfach verlassen worden sind. Und da gibt es tausende von Bergwerken, die auf diese Weise noch existieren und zum Teil öffentliche Gefahren darstellen. Ja, ich habe durchaus Spaß, mehr an die Heimat zu kommen. Ich bin also leidenschaftlicher Motorradfahrer und fahre auch in den USA praktisch jeden Tag mit dem Motorrad zur Arbeit. Ich habe also mein Motorrad hier nach Deutschland verschifft, habe das runtergestellt. Ich habe auch drei Schwestern hier, die noch hier in Deutschland wohnen und die ich dann auch besuche und habe auch viele Freunde hier, die ich besucht habe. Was ich vermisse, ist eigentlich zum einen die Sprache. Ja. Ich spreche gern Deutsch und man hört es auch an meinem Akzent, dass ich hier im Ruhrgebiet groß geworden bin. Was ich auch vermisse, sind beispielsweise Brötchen morgens. Die Deutschen haben doch eine viel breiter gestreute Brotkultur als die Amerikaner. Also so Brötchen in dem Sinne gibt es in den USA nicht. Ein anderes, was ich vermisse, ist das Geläute von Kirchenglocken. Das hört man ja hier auch in den Städten. Da wird immer die Uhrzeit, die Stunde geläutet, die Viertelstunde geläutet. Ne? Das ist sowas, was ich vermisse, weil es da in den USA praktisch nicht stattfindet.